Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Wir begrüßen euch, also Tega ist mit bei, zu einem neuen Video. Jo. So. Das war Papa, ich mache hier. Und zwar habe ich was bekommen von Tribit. Ich hatte ja schon mal Bluetooth-Lautsprecher von Tribit. Und die haben mich jetzt gefragt, ob ich neue Kopfhörer von dem Bluetooth-Kopfhörer vorstellen wollen würde. Und haben mir auch Bilder gezeigt oder einen Link zur Verfügung gestellt, wo ich sie mir im Vorfeld angucken konnte. Ich wollte eigentlich nein sagen, weil ich habe ja schon genug Bluetooth-Kopfhörer gezeigt. Und In-Ears. Ja, und ja, ist ja meistens immer das Gleiche. Aber da konnte ich nicht nein sagen. Und das wird auch ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich weiß, dass meine Frau meine Videos momentan nicht guckt, deswegen kann ich das so sagen. Ich gucke gerade nur, wo habe ich denn jetzt hier mein Messerchen? Ich habe mal wieder kein Messerchen. Ach, die klauen mir immer mein Zeug hier. Und dann finde ich nichts wieder, ey. Ach, hier habe ich's. So. Da. Kriegt ihr euch mal nach unten. Wenn ihr das seht, dann werdet ihr auch gleich verstehen, warum das Weihnachtsgeschenk für meine Frau wird und warum ich dabei unbedingt ja sagen musste. Da ging nichts anderes. So. Ich mache das auch extra nochmal von der Seite. Weil ich Angst habe, dass ich die kleinen Futzelkopfhörer hier nicht sehe. So. Weil das ist wirklich nur so ein kleines Hüllchen. Und ich kann dann so ranzoomen und euch die vernünftig zeigen. Das macht sich von oben, finde ich, halt ein bisschen schlecht. Hier haben wir dann einmal einen USB-C-Kabel, einen kleinen, zum Laden. Ist auch wirklich USB-C. Von den Kopfhörern, dass wir so schnell laden können. Ja. Ah, komm. Pegel dich ein. Jetzt aber. USB-C. Können wir wieder wegpacken. Na, jetzt ist falsch. So. Schicki reinmachen. So, Heft brauchen wir nicht. Kriegen wir so hin. Und hier ist die wirklich kleine Box. Also geht in der Hand eigentlich unter. Und hier hinten haben wir dann praktisch den USB-Anschluss, USB-C. Da ist so ein bisschen Klavierlack, so ein bisschen, würde ich sagen. Und vorne haben wir dann ein 1, 2, 3, 4 Ladebalken, um uns anzuzeigen, wie weit die jetzt geladen sind. Ich werde das mal kurz testen, wie weit die jetzt geladen sind. Oder die Box halt geladen ist. Wird natürlich leer sein, denke ich mal, aber vielleicht haben wir Glück, dass wir so gleich jetzt testen können. Sind alle vier an. Also ein bisschen Saft ist, also scheint Saft drauf zu sein. Alle vier sind an. So, dann machen wir sie mal auf. Da sind sie. Seht ihr? Alle vier an. Und da sind sie. Ist jetzt noch nicht weltbewegend. In ihr Bluetooth-Kopfhörer, ja, gibt ihr noch kleine Schachteln, die, wo sie drin sind, magnetisch und auch laden. Ist noch nicht. Noch nicht. Weltbewegendes. Jetzt passt auf. Jetzt zeige ich sie euch. Und dann versteht ihr garantiert,
warum ich euch die unbedingt zeigen wollte. Wie die alten Apple AirPods. Alte Walkman-Kopfhörer. Die guten In-Ears. Seht ihr das? Ohne diese Gummiknubbeldinger. Wie geil ist das denn? Habe ich ewig nachgesucht. Aber meistens sind die halt wirklich immer mit diesen dicken Knubbels, mit diesen Gummiknubbels. Aber so schon lange nicht mehr gesehen. Also vorher allen Dingen nicht Bluetooth. Und dann halt mit einer guten Qualität, denke ich mal, weil es ja Tribit, die alten Fake Apple AirPods, die halten ja von 12 bis Mittag. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir erstmal Bluetooth anmachen. Bluetooth. Und ich muss die jetzt hier nochmal reinmachen. So. Weil die sind, glaube ich, ausgegangen. So, ich lade jetzt mit dem Bluetooth hier, sucht jetzt und wir nehmen die jetzt mal raus. Ach, die können ja gar nicht laden. Die haben noch so eine Schutzfolie. Haben die noch drum. Ach, die werden dann noch keinen Saft haben. Dann müssen wir die erstmal laden, denke ich mal. Jetzt leuchten sie. Also so ein ganz leichter weißer Punkt. Seht ihr das? Und hier oben. Die Farbe sieht auch, jetzt leuchten sie rot oder blinken rot. Die Farbe sieht auch richtig geil aus. Also ich kann euch das ganz schwer beschreiben, aber vom reinen Draufgucken jetzt. Nur vom Draufgucken. Ja, schwarz. Aber irgendwie, die haben so ein Tick Kupfer mit drin. Also sie sehen wirklich sehr edel aus. So. Ich werde euch die versuchen, auch nachher noch nahe zu zeigen. Ich werde die jetzt erstmal versuchen zu verbinden. So, jetzt. Tribit C2. So, die verbinden wir mal. Koppeln. So, die sind jetzt verbunden. Und ich habe auch dieses APTX, wie bei meinem Pamu, mit dem guten Sound. Anrufe, Medien, Kontakte teilen, soll alles an sein, entkoppeln, umbenennen, wollen wir nicht. So. Jetzt müssen wir gucken, wo hier rechts und links ist. Warte mal, steht das nicht irgendwo hier auch drauf? Ach, das ist links. Ja, das ist ein kleines Manko, da müsste man unten dann vielleicht, da unten, hier weiß kennzeichnen. Ich werde auch gleich die Kamera später nochmal, um euch alles zu zeigen, von oben machen, damit ich euch die vernünftig zeigen kann. So. Und jetzt machen wir mal Musik. Habe ich hier überhaupt Musik schon drauf auf dem neuen Handy? Juna schreien. Ja, das Schrei von meinem Kind möchte ich jetzt nicht gerade im Ohr haben. Nightwish, nee. Ich will. Habe ich denn meine, ja. Ach, habe ich Dings gar nicht drauf? Ach, Kada. Ich hatte doch Nemesis drauf. Oder habe ich Nemesis hier noch nicht drauf? Playlist erstellen. Oh.
Ich habe gerade den Schrei von meiner Tochter. Also, wo sie noch ganz klein war. Das hört sich an, als wenn sie neben mir liegt. Meine Stimme hört sich auch gut an. Die Qualität ist ja geil. Hör auf den Mutti. Mist, ich hab das hier gar nicht drauf. Warum habe ich denn das hier nicht drauf? Musik. Ich gehe jetzt mal über den Dateiordner. Oh, die Master. Oh, die Master bin ja ich. Ist ja mein Intro. Alter. Ja, nochmal Odin Master. Juna schrei. Juna sagt YouTube. Okay, also habe ich das hier leider nicht drauf, aber macht nichts. Wir gehen einfach auf Spotify. Und da habe ich ja Nemesis. Meine Bibliothek. Testmusik. Nemesis. Jetzt anhören. Später. Das hört sich geil an. Hört sich wirklich gut an. Ist das hier noch irgendwo an? Jetzt habe ich gedacht, das ist hier noch irgendwo an. Test nochmal. Geht. Also da müsste man sich dann halt mal die Bedienung durchlesen. Ist ja gut. Doppelklick ist Pause. Ja, also Doppelklick ist Pause. Ist ja gut, hm? Ach, wenn ich Doppelklick auf der linken Seite mache, geht der Assistent an.
Also Google Assistance. Pause. Weiter. Ah. Gedrückt halten. Geht's leiser? Gedrückt halten, lauter. Aber vorhin ist er auch ein Stück weiter gegangen. Manchmal jetzt so, dass jetzt. Dreimal ist der Google Assistance. Und auf der Seite? 1, 2, 3. Da geht es ja weiter. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da passiert nichts. Okay. Also zurück kann man nicht gehen, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ist ja geil. So. Aber ich habe hier in Spotify halt noch nicht, also auf dem Handy halt in Spotify noch nicht mein Subwoofer und so alles eingestellt. Soundqualität. Die Audioqualität auf niedrig entspricht. Deaktiviert Künstler. Audio Streaming bei Video Podcast nur Audioaufnahme. So, offizieller Offline-Modus. Übertragung. 12 Sekunden Audio Mix. Nicht spielbare Songs anzeigen. Songs anzeigen, die nicht gespielt werden können. Es können Songs nicht gespielt werden? Da bin ich mir gespannt. Ich mach mal an. Lautstärke normal, Mono Audio. Autoplay. Setup your card tree. Achso, jetzt ist jetzt das Setup, dass du das halt auf Auto einstellen kannst, wollen wir jetzt nicht. Im Auto, mein Android Autoradio hat das ja schon eingestellt, dass es auf Auto ist.
So, hier ist jetzt nichts weiter. Soundqualität. Streame über WLAN automatisch. Streame über mobile Daten. Ach so, ja, da sagen wir erstmal sehr hoch, Warnhof hoch, runterladen wollen wir jetzt nicht. So. Software für die wir. Software von Drittanbietern. Check nochmal rein. Es hört sich einfach geil an. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch schlecht beschreiben. Der Bass kommt gut. Die Stimmen kommen gut rüber. Ah, Game of Thrones Musik, genau. Kommt gut. Es kommt richtig gut. Hört sich gut an. Hört sich richtig geil an. Und kein unbequemes Gefühl im Ohr. Ja, die polnische Musik von meiner Frau. Da versteht kein Wort. Hört sich aber gut an. Hört sich alles sehr gut an bis jetzt. Was ist jetzt? Das Einzige, was ich jetzt hier komisch, also bei der App jetzt hier komisch ist, wie gesagt, ich bin ja noch nicht so im Xiaomi-Universum angekommen. Einige Einstellungen sind für mich hier immer noch, oh, jetzt endlich dunkler Modus. Neuland. Und ich habe hier noch nicht rausgefunden bei Xiaomi, wie man die Audioqualität einstellt. Ach doch, jetzt habe ich hier Rock. So. Metal, Blues, so. Dynamisch, Voreinstellungen. Gut. Jetzt habe ich sie gefunden. Das ist aber alles ein bisschen. Nochmal überall reinhören. Hört sich noch geiler an, ey. So, jetzt machen wir mal ultimativer. Jetzt gucke ich mal ein YouTube-Video. Was nehme ich denn?
Um kein Copyright zu bekommen, nehme ich was von mir. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal das Unboxing vom Switch. Also, mein Intro kommt gut. Die Stimme hört sich auch gar nicht an, als wenn ich neben mir sitze. Also, als wenn ich selber nochmal neben mir sitze. Es hört sich alles recht geil an, muss ich jetzt mal so gestehen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also besser, auf jeden Fall besser als diese Billig-In-Ear-Dinger. Jetzt muss ich die nochmal testen. Begeistert. Ehrlich, ohne Scheiß, Leute, ich bin begeistert. Also, die drücken nicht im Ohr. Ich hasse diese normalen Innen. Ihr wisst das mit diesen Gumminippeln und so. Ihr kennt das ja auch. Und dann fallen sie immer raus. Oder dann hat man so ein Drücken im Ohr. Oder der Inne wird locker. Oder man. So. Da war jetzt der Akku, Alter. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Diese normalen In-Ear-Dinger, die sind meistens Dreck. Die rutschen dann raus, dann macht man sie sich rin und dann fallen sie raus. Oder man hat das Gefühl, man hat beide drinne und der eine, der Gummi wird locker und der hängt dann so auf Halbmaß und man hat Angst, dass er rausfällt. Und dann drückt das so und das hört sich nicht schön an, und wenn man so ein Drücken hat. Und so sind sie richtig leicht locker, so wie früher. Oh, endlich. Und vom Style her schön schwarz. Ich finde eine leichte Kupfernote. Ich werde versuchen, dass ihr das gleich in einem neuen Video richtig seht. Ich werde das jetzt nochmal einpacken hier schön. Und euch das gleich nochmal. Werde ich mit euch dann gleich nochmal ein extra Video machen, wo ich das von oben mache. Das möchte ich unbedingt noch machen, damit ihr das halt in einer anderen Perspektive noch seht. So. Und dann werde ich euch die Kopfhörer nochmal zeigen von oben. Ich muss sowieso alles umbasteln. Und Akku laden, damit ihr sie mal vom Nahen nochmal richtig sehen könnt. Und vielleicht kann ich das Licht hier noch irgendwie anders ändern, dass man das besser sieht. Ich werde es euch so ohne euch nochmal zeigen. So. Schön schwarz. Und da, seht ihr das? Keine In-Ears. Also die heißen ja alle In-Ears, habe ich gehört, aber ohne diese Gumminüppelzeug. Und die machen wirklich einen guten Sound. Und ich werde gleich nochmal ein Video von oben machen. Wie gesagt, wo er denn. Aber ich weiß nicht. Also für mich haben die so ein bisschen Kupferfarben noch mit drin. Also im Schwarz haben sie so einen leichten Kupferstich oder so. Aber naja, müsst ihr mir denn sagen, ob ihr das auch findet. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mein erstes Testvideo. Ich werde die wahrscheinlich jetzt auch mal die nächste Zeit am PC anschließen und nutzen, um die zu testen, bevor sie meine Frau kriegt. Muss ich nur aufpassen, dass sie sie nicht sieht. Weil die jammert schon so lange. Die möchte endlich wieder Kopfhörer haben. Aber halt, so wie die, und die gibt nur noch diese In-Ear-Scheiße mit diesem Gummipinüppel und die tun ihr mal im Ohr weh. In-Ohr war was, wo besonders weh tut, aber das weiß ich jetzt nicht, welche linke oder rechte, keine Ahnung. Und die möchte einfach wieder nur normale Kopfhörer. Eigentlich mit Schnur, damit sie halt ihr Radio-App, die sie im Handy hat, mit benutzen kann. Aber ich denke mal, Bluetooth hat sie ja von mir auch schon benutzt. Sie vergisst die immer nur zu laden. Muss man halt ihr Bescheid sagen, muss man dran erinnern. Aber das wäre ja schon mal was. Und der Akku, der hält 2 Tage, also für die 2 Stunden hin zur Arbeit. Auf Arbeit kann sie ja dann auch laden. 2 Stunden zurück, nächsten Tag auch. Da hält das ja dicker aus, denke ich. Wenn wir mal testen.
wie lange wir die am Stück benutzen können, wenn die Akkus komplett voll sind. Ja, mal gucken. So, nichtsdestotrotz hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Däumchen wäre natürlich ein Träumchen, wenn ihr Fragen habt. Ich bin mal gespannt, was kommt. Aber ich bin ein bisschen nervös, Entschuldigung, und bin ein bisschen sehr aufgeregt. Endlich wieder richtige Kopfhörer ohne Gummischeiße. Endlich wieder richtige Kopfhörer. Ihr wisst ja nicht, wie mir da einer abgeht, ey. Ihr wisst gar nicht, wie mir da einer abgeht. Weil diese In-Ear-Dinger, ich hasse die. Ich wollte auch keine Videos eigentlich mehr über Kopfhörer machen. Also über Bluetooth-Kopfhörer. Aber die mussten sein. Also die einzige Ausnahme, wenn ich über Bluetooth-Kopfhörern jetzt Videos mache, ist, wenn Pamu was Neues hat, weil mit dem bin ich zufrieden. Und wenn welche gibt ohne Gummi. Oder wenn mir halt jemand empfiehlt, teste die. Die sind gut. Da hast du okay ein Drücken im Ohr. Sonst habe ich so viele schon getestet und immer ein Drücken im Ohr gehabt. Und mit Kabel, ohne Kabel, alles. Ah, oh, endlich. Ich freue mich. So, nichtsdestotrotz, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.